Hallöchen! Seht euch mal an, was der Postbote gerade gebracht hat. Es sind die neuen Tinboxen 2017, Yugi und Kaiba. Und ja, wir haben jetzt die Ehre, ich habe die Ehre, das hier auszupacken. Schauen uns mal ganz kurz an, was alles enthalten ist. Sind ein paar Promokarten wie immer mit enthalten, die werden wir aber auch gleich sehen. Und zu den Packs, das sind alles halt dieselben Packs, nur halt mit Karten, die jetzt im letzten Jahr so rausgekommen sind. Und das sind Karten aus den folgenden Booster-Sets: Shining Victories, Dark Illusion, Invasion, Vengeance und Raging Tempest. Und ja, gucken wir uns das Ganze an. Wir fangen mal wieder mit Kaiba an, weil Kaiba eine echt coole Socke ist. So, das Yugi-Teil stellen wir dann mal hier hin, so oben in die Ecke, weil dann kommt hier die Kaiba-Tempel und die Packs. So, ja, die Boxen an sich sehen ganz cool aus. Also ich weiß nicht, so die letzten Tinboxen haben mir irgendwie mehr gefallen mit den Götterkarten. Aber das spielt keine Rolle. So, worauf ich auch noch mega scharf bin, ist hier der weiße Drache in Secret Rare. Ich bin auch mal gespannt, welches Artwork die jetzt dafür genommen haben. Ich habe mir das gar nicht genauer angeguckt. Und ja, ich lasse mich da komplett überraschen jetzt. Und auf geht's. Oh, nice. Wir haben den blauäugigen weißen Drachen in Secret Rare, der ursprünglich im Legacy of the Blue Eyes White Dragon rauskam. Ziemlich nice. Ist nicht mein Lieblingsartwork, aber den jetzt auch nochmal für die Sammlung in Super Rare in Secret Rare zu haben, ist extrem geil. Vor allem mit der neuen, mit den neuen Secret Rare. Moment, ich zeige euch das gleich direkt mit dem neuen Secret Rare hier oben, dass das halt auch alles mit glänzt. So, und oh, das hat sich jetzt geändert. Drache normal. Es wird als normales Monster jetzt deklariert. Das ist auch interessant. Das ist jetzt, denke ich mal, mit das erste Mal, dass das dabei ist, dass das überhaupt da steht. Interessant. Dann haben wir den Proxy Dragon. Zwei Monster, falls eine oder mehr Karten, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, kannst du stattdessen eins deiner Monster zerstören, das auf diese Karte zeigt. Also spielt man das natürlich unten in die normalen Monsterzonen, wenn diese zu extra Monsterzonen geworden sind. Ziemlich nice. Dann haben wir den Topf der Begierden, auch eine extrem coole Karte. Verbanne die obersten 10 Karten verdeckt von deinem Deck, ziehe 2 Karten, du kannst nur einen Topf der Begierden pro Spielzug verwenden. Nun bin ich mir aber gar nicht sicher, ob diese Karte verboten ist oder ob man sie noch spielen kann. Keine Ahnung, müsste man nachschauen. Dennoch eine extrem coole Karte. Dann haben wir die Nummer 68, Sanafont, das Himmelsgefängnis. Ältestes Wesen, Entes, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Als Super Rare. Und dann haben wir noch die Spielmarke mit Kaiba drauf, die auch mega cool ist. Nice. Und oh, hier oben, die Karte hat ein bisschen was mitgemacht. Sind auch ein bisschen komisch verpackt worden. Normalerweise waren die immer extra verpackt. Und jetzt lagen die einfach nur auf den Megatins. Ein bisschen komisch, aber so Material sparen, was weiß ich. So, und jetzt gehen wir an diese Packs dran. Ich glaube, es sind 12 Karten, irgendwie 12 normale Karten drin. Dann haben wir noch Super Rares, ich glaube sogar Secret Rares auch mit dabei, garantiert. Aber schauen wir uns das einfach mal an, ist ja auch egal. So. Wir haben Künstlerkumpel Gongkatze, Digitalkäfer, Kokondenser. Beziehungsweise die normalen Karten könnten uns eigentlich alle egal sein, denn das habt ihr auch in unseren anderen Unboxings eigentlich gesehen. Was uns jetzt aber interessiert, sind die Rares, Super Rares, Ultra Rares, Secret Rares und so weiter und so fort. Da haben wir einmal Metallfaust, Voltflamme als Rare. Den paläozoischen Anamolacris als Super Rare. Als Ultra Rare haben wir Shiranui Solitaire. Und als Secret Rare, upsala, ertränkende Spiegelkraft. Sehr nice. Ja, das sind unsere Vollkarten in diesem Pack. Da die Secrets, so, müssen wir mal so hinlegen, dass das schön auf der Kamera erkennbar ist. So, dann haben wir altbekannte Karten und das war unser erstes Pack. Ich bin mal gespannt, was wir sonst noch so ziehen können, ob wir so ein paar Star-Karten, sag ich mal, ziehen können, die in den Packs sehr, sehr beliebt waren.
Aber das wird sich gleich zeigen. Ja, ich muss mir echt hier mal was anderes einfallen lassen, wie ich die Karten zeige. So, wir kommen zu unserer Rare-Karte, Didi Gelehrter Thomas. Dann haben wir Metallfaust-Kombination. Ja, ich muss auch... Oh, nice! Zodiac Tiger-Mörser. Sehr cool. Und als Secret Rare-Karte Seemonster des Theseus, keine Ahnung. Jo, das sind unsere Foils für dieses Pack. Bisher jetzt noch nichts so Überragendes, also Tiger-Mörser ist auf jeden Fall ziemlich nice. Vor allem Zodiac hat ja jetzt nicht wirklich beeinflusst worden von den aktuellen Link-Monstern. Deswegen eine ziemlich, ziemlich coole Karte. Mal schauen, vielleicht werde ich mir auch nochmal ein Zodiac-Deck in Real Life bauen. Es wird zwar ein bisschen teurer werden vermutlich, aber was will man machen? Das ist halt momentan Yu-Gi-Oh! So, wir haben wieder Voltflamme. Dann haben wir Vorbereitung der Riten. Drachengeist des Weißen, sehr nice. Auch, ja, mal schön die Karte wieder zu haben. Und hier dieses Ultra Rare ist wieder ein altes Ultra Rare. Auch komisch, aber trotzdem cool, die nochmal gezogen zu haben. Darf in keinem Blue Eyes White Dragon Deck fehlen. Und kraftvoller Virus, die ich auch noch nie gesehen habe. Das ist ziemlich cool. So, packen wir hier hin. Der Kutier hin. Und irgendwie fühlen sich die Karten etwas anders an. Die fühlen sich etwas plastikmäßiger fast schon an. Ein bisschen dicker. Das ist auch sehr interessant. So, damit ist unser erstes Pack von Kaiba durch. Wir haben ein paar coole Karten gezogen. Am besten natürlich, wie ich finde, sind die Promokarten. Vor allem der Blue Eyes White Dragon da. Da ich sowieso ein riesen Fan von Blue Eyes bin und fast alle Variationen von dem habe. So. Dann kommen wir jetzt zu Yugi und Yami Yugi bzw. Yugi und Atem. Und da haben wir, au, oh, wie geil ist das denn? Ein komisches Artwork. Ich hätte jetzt erwartet, dass auch das zweite Artwork vom Schwarzen Magier kommt, aber das ist ein ganz anderes Artwork. Interessant, aber freue ich mich auch drauf. Auch von dem Schwarzen Magier habe ich seit Anfang an, die habe ich alle gesammelt und habe fast alle Varianten von dem. So, schauen wir uns das mal genauer an. Auch hier wieder Hexer normal jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbilde, ob das schon immer da stand, aber ich meine, das stand noch nie da, dass das auch normales Monster ist. So, auch hier oben wieder das ist mit den Sternen und so weiter alles in Secret Rare. Sehr, sehr cool. Dann haben wir auch hier wieder den Proxy Dragon, Top der Begierden, Nummer 71, Rebarian High, Traumland und die Yugi und Yugi Spielmarke. Auch ziemlich cool. Und jetzt zu den 2017 Megatin Packs. Da haben wir lauter uninteressante Karten. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Karten. Geschwindigkeitsroid, Den Daiko Duke. Rangsteigerungszauber, Start für die Phantomritter. Der weiße Stein der Uralten, auch wieder eine Supportkarte für das Blue Eyes White Dragon Deck. Und Dimensionsbarriere. Gut, jetzt wundere ich mich nur ein bisschen, warum jetzt wieder Supports für die Blue Eyes White Dragon, denn mit reinkommen, denn in den 2016er Megatins, meine ich, war Shining Victory auch schon mit dabei. Deswegen wundert es mich jetzt ein wenig, dass sie das jetzt hier mit dazu packen. Aber wer weiß, vielleicht werden diese Decks nochmal gebufft, vielleicht kommt da irgendeine spezielle Link-Variante, die das Deck extrem stark nochmal machen. Man weiß es ja nie, was Konami sich da einfallen lässt. Ich meine, so ein Deck kann mit ein, zwei extra Karten, mit ein, zwei Supports, kann halt ein totes Deck komplett wieder reanimiert werden, kann komplett anders gespielt werden. Man weiß halt nie was was Konami sich dabei denkt. So, Donnerkönig, der Blitzschlag Kaju. Vor Vorbereitung der Riten. Dann haben wir den wahren König Agni Masud, der Verschwindende. Und Kosmozyklon. Zahle 1000 Lebenspunkte, wähle dann eine Zauberfallenkarte auf dem Spielfeld und verbanne sie. Nicht verkehrt. Und das auch noch als Schnelleffekt. Als
jetzt komme ich nicht auf den Namen. Kann man auf jeden Fall wie eine Fallenkarte aktivieren im Gegnerzug. Schnellzauberkarte, Dankeschön, sowas. So, und das letzte Pack. Da bin ich jetzt mal gespannt, auf was wir da jetzt Feines noch ziehen können. Crystal Wing, wenn wir schon Shining Victories mit dabei haben, wäre Crystal Wing nicht verkehrt. Da hätte ich schon Lust drauf. So, wir haben wieder den Donnerkönig. Dann haben wir wieder Vorvorbereitung. Irgendwie nicht so selten. Den buntäugigen Wutdrachen, sehr cool. Und als Fusionskarte haben wir den Hungergift-Fusionsdrachen. Sehr, sehr geil. Den auch nochmal gezogen. Wieso nicht? Den hatten wir auf jeden Fall auch schon im Originalpack gezogen. Jetzt nochmal im Megapack. Sehr, sehr coole Ausbeute auf jeden Fall. Und auch wie immer bei eigentlich fast jeder Tinbox sind es die Spezialkarten, die beiliegen, die eigentlich das Set ausmachen. Also selbst wenn man jetzt nicht so großer Fan ist von dem Zeug, was halt mit drin ist, die Special-Karten, die mit dabei sind, für mich, wie gesagt, der Blue Eyes White Dragon und der Schwarze Magier allein schon, die reichen für mich aus. Proxy Dragon auch extrem cool. Und ja gut, die anderen Karten habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. Aber ich gehe mal davon aus, die werden sich dabei was gedacht haben. Die werden auch relativ nützlich sein. Jo, dann war es das auch schon mit diesem Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, wie immer, zu dem Gewinnspiel vom letzten Mal noch. Das ist, unten sind die Gewinner eingeblendet. Nicht eingeblendet, sondern in der Videobeschreibung werden die Gewinner aufgeführt. Ich habe das so gemacht, dass jeder irgendwie ein Pack bekommt. Deswegen gibt es ein paar mehr Gewinner. Ja, gut, dann habe ich da eigentlich nichts mehr zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.